Es hängen dunkle Wolken über dem Karl-Benz-Stadion. Die in die Jahre gekommene Heimspielstätte genügt nicht mehr den Anforderungen des modernen Spielbetriebs. Waldhof Mannheim hat deshalb klare Vorstellungen. Wir brauchen ein neues Stadion, um den Waldhof wirklich nachhaltig im Profifußball zu etablieren. Ich glaube, das ist unstrittig bei allen Beteiligten. Ist die Frage, wie man es am besten umsetzt. Das ist im Grunde die entscheidenden Themen, die wir besprechen. Beetz hat sich am Wochenende im Mannheimer Morgen erstmals konkret zu den neuen Arenaplänen geäußert. Die genannte Zuschauerzahl stößt in Fankreisen aber auf Kritik. Nach einem Gespräch mit dem ersten Bürgermeister Christian Specht korrigiert Beetz die Zahl. Ich hatte die 15.000 als Größe genannt. Specht hat mich überzeugt, dass wir eher auf die 20 gehen sollten. Es ist einfach so, mir ging es darum, einen machbaren Weg zu definieren. Ja? Ich möchte die Ziele nicht zu hoch setzen, um einfach eine Möglichkeit zu haben, das Projekt umzusetzen und nicht einfach jahrelang diskutieren, ohne dass es eine Lösung gibt. Eine Lösung wird seit längerem gesucht. Der SVW ist für einen Neubau, die Stadt Mannheim bevorzugte dagegen bisher eine Sanierung des Karl-Benz-Stadions. Auf Ron-Nachfrage teilt die Stadt heute aber mit: Das Ziel der Stadt Mannheim ist es, den Profifußball in Mannheim langfristig zu sichern. Daher werden aktuell neben dem Karl-Benz-Stadion noch andere Standorte ergebnisoffen überprüft, sodass eine Entscheidung im Sinne größtmöglicher Transparenz und bestmöglicher objektiver Bewertung getroffen werden kann. Erst wenn dies abgeschlossen ist, kann die Verwaltung eine Empfehlung abgeben. Als bedingt geeignete neue Standorte werden die frühere Spiegelfabrik auf dem Lutzenberg und der Großparkplatz P20 am Maimarktgelände weiter vertieft. Eine Entscheidung trifft letztendlich der Gemeinderat. Bei den SVW-Verantwortlichen herrscht Unverständnis über das Zögern und Zaudern der Stadt, zumal Präsident Beetz bereit wäre, den Stadionneubau zu finanzieren. Unabhängig von der Entscheidung über ein neues Stadion muss in den bisherigen Standort investiert werden und das nicht nur im Aufstiegsfall. Unter anderem geht es um die Plätze für die Rollstuhlfahrer. OB-Kandidat Specht war vor allem wegen diesem Bereich zu Besuch. Die ist sehr verbesserungsbedürftig. Wir sehen hier, dass im Prinzip im Sommer man voll der Hitze ausgesetzt ist unter diesem kleinen Unterstand. Jetzt gerade, wo es heute angefangen hat zu regnen, sieht man, dass dort auch nicht ausreichender Schutz da ist. Die Anfahrtssituation ist sehr problematisch. Es hat mit inklusivem Sport- und Freizeitvergnügen nichts zu tun hier. Ein Umstand, den auch die Rollstuhlfahrer und deren Betreuer bemängeln. Insgesamt ist es hier so nah am Feld zu sein natürlich super. Aber wenn es jetzt so Wetter ist wie heute, wo es regnet, oder wenn wir in der Sonne sitzen und auf dem Platz sind 40 Grad, ist es hier halt schon grenzwertig. Die Parkplätze sind viel zu weit weg. Wir haben Steigungen, die eigentlich für öffentliche Gebäude viel zu steil sind. Um die Situation zu verbessern, hat die Stadt die unterste Tribünenreihe abgebaut. Die Idee? Die Rollstuhlfahrer sollen sich hinter den Zaun begeben. Das Skurrile ist, die Sicht ist für die Menschen in diesem Bereich komplett eingeschränkt. Es muss also weiter nach Lösungen gesucht werden, nicht nur bei der Stadionfrage.